100.000 Unterschriften für eine Fortführung der gelben Autobahn. Die würde sich Landshuts Stadtoberhaupt wünschen. Und nicht nur er. Ja, das war jetzt einmal so aus dem Bauch raus in den Raum geschmissen. Aber ich denke, wenn wir im zweistelligen Tausenderbereich uns als Zielmarke uns vornehmen, ich denke zwischen 30.000 und 50.000 Unterschriften aufwärts, ich denke, dann wären wir auf sehr, sehr guten Wege. Die 100.000 wären natürlich ein Traum, aber weit über 50.000, das sollten wir auf jeden Fall erreichen, da bin ich überzeugt davon. Und jede einzelne mehr, das ist natürlich wichtig für uns. Hauptargument der Befürworter ist auf der einen Seite die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Durch die erweiterte Infrastruktur und Verkehrsanbindung seien neue Gewerbeansiedlungen möglich. Damit könnten wiederum Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Auch eine generell bessere Anbindung an größere Städte wäre gegeben. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den Knackpunkt Verkehrsentlastung. B15 neu muss nach Essenbach weitergeführt werden, weil wir dann ca. 30% mehr Verkehr, wie wir jetzt schon haben, in der Stadt erwarten, der durch die Stadt geht. Und das kann man der Bevölkerung, der Landshuter Bevölkerung nicht zumuten. Und mir geht es hier gar nicht mehr um irgendwelche Ressourcenschutz. Mir geht es hier um Menschenschutz, mir geht es um CO2, hier geht es um Feinstaub und hier geht es um Lärm. Und da ist es meine oberste Aufgabe, mit meinem Stadtrat dafür zu sorgen, dass diese B15 neu so schnell wie möglich weitergeführt wird. Im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages, in dem Osner Mitglied ist, sollen angedachte Verkehrsprojekte nun sogenannte Priorisierungsstufen erhalten. Dabei liegen den Bundestagsabgeordneten regionale Projekte besonders am Herzen. Vor allem die B15 neu. Da freue ich mich, dass ich auch sehr große Unterstützung vom Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt habe, aber auch vom bayerischen Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann. Beide haben signalisiert, hier mir die politische Unterstützung auch im Gremium des Verkehrsausschusses zu geben, indem letztendlich dann auch die Verabschiedung der einzelnen Verkehrsprojekte und deren Finanzierung über den Haushaltsausschuss getätigt wird. Die scheinbare Ruhe zwischen den B15-Neukontrahenten trügt derzeit allerdings. Denn die Gegenseite tüftelt schon an ihrem nächsten Projekt. Derzeit ist eine Postkartenaktion in Vorbereitung, die an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gehen soll. Einzelheiten dazu werden demnächst bekannt gegeben. So oder so, einen langen Atem brauchen beide Seiten. Denn das Projekt B15 neu wird definitiv nicht an einem Tag entschieden werden.